Hey Freunde, Werner hier. Weiter geht's mit den Tipps zu State of Decay 2. Nachdem das letzte Video ja etwas kürzer ausgefallen ist, habe ich heute für euch mal was ganz Besonderes. Und zwar den ersten Teil der besten Lootplätze. Für jedes der drei Gebiete habe ich ein eigenes Video geplant und es geht diesmal los mit Drucker County. Eine kurze Erklärung noch, was beste Lootplätze überhaupt bedeuten soll. Im Spiel gibt es diese länglichen, ich sag mal Geigenkoffer, die immer an derselben Stelle erscheinen. Diese sind meistens gut versteckt, aber beinhalten mit den besten Loot im ganzen Spiel. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Ort beschreiben, sondern einfach mal Bilder sprechen lassen. Ich zeige euch aber auf jeden Fall immer eine Einblendung der Karte und was ich bei meinem Durchlauf, den ich fürs Video gemacht habe, dort gefunden habe. Ich melde mich am Ende des Videos nochmal. Jetzt erstmal viel Spaß mit den besten Lootplätzen in Drucker County. Thank you.
So, meine Freunde, das waren ein paar der besten Lootplätze in Drucker County. Natürlich sind das nicht alle, aber mehr habe ich bislang leider noch nicht entdecken können. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch das Video geholfen hat und ob ich so eins auch nochmal für die anderen beiden Regionen machen soll. Ich freue mich natürlich wie immer auch über jeden Daumen nach oben und über jeden neuen Abonnenten. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Euer guter alter Werner.